Ganz ruhig, Ei. Vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch. Ich wollte es eigentlich noch nicht mal schaffen. Okay. Ich wollte eigentlich mehr Action reinbringen, aber zusammen scheint die Lösung gewesen zu sein. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. Yumkino Niel Baka Wilajanibuki. Hastachio Musa Hadatuki. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Okay, sind hier immer noch Gegner, oder? Ich glaube, hier gab es keine mehr. Okay. Da. Jamal ist hier. Okay, ich suche einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. جمال أبداً أن يأخذ مكانه.
muss ja noch was anderes geben. Ich bin immer noch auf eine andere Lösung hier gespannt. Weiter. Fast geschafft. Ich glaube, das Spiel. Ein, tu, was du musst. Worauf wartest du? Los! Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Gut. Such eine Waffe. Ich glaube, der Typ hat immer die Waffe überwacht, ne? Ich kann auch... Nein, der Typ. Möglichkeit, an die Waffe zu kommen. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Ich glaube, der hat... Der Kerl hat Blut an den Händen. Er verdient den Tod. Komm schon. Als der andere. Ich schaff das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Worauf wartest du? Los! Die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Foto. Salim? Abi! Abi! La! La Tamucha, Abi! أنا بحاجة إليك، لا تتركني، لا تتركني. إيه 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 لماذا فعلت ذلك؟ فكرت أنا كساتيكتي. Like
wird auch gezwungen, den zu nehmen, ne? Also man kann nichts anderes nehmen. Oh, verdammt! Okay, ich muss. Wir müssen weg von hier! Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Warum sollten wir Jody, eigentlich den alles klar? Warlord, ne? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Lass mal Schmerztablette nehmen. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Hulk. Ob das so gut ist? Ich wollte eigentlich die Zeitschrift durchblättern.
Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Warum tötet man den? Niemals auf falsche Sache. Wollen die Amis deinen Tod? Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnungen. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Du bist manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Jody? Er war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jody, um Gottes Willen, du bringst uns noch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Ja, und das waren dann auch die Klamotten. Diese bei der Flucht anhat. Mir suchen werden, bringe ich sie um. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst. Die Mission. Sie und so viel Prozent der anderen Spieler haben diesen Weg gegeben. Ryan geküsst. Hatte ich eine Wahl? Ich glaube, ich hatte nicht mal eine Wahl gehabt, weil... Weiß nicht. Oder ich habe mal kurz nicht hingeschaut und dann ist schon passiert. Denn Greifung entkommen. Waffe genommen. Soldat. Man hätte auch Waffe anders nehmen können. Wahrscheinlich der einzigste. Da ist noch ein unentdeckter Weg. Ich wüsste gerne, was der unentdeckte Weg ist. Auf dem Dach gerettet. In der Stadt entdeckt worden. Ja, einmal. Ganz am Anfang. Kontrollpunkt passiert.
Das war noch nicht mal mein Plan. Ich wollte eigentlich mich entdecken lassen. Und ich gehe mal kurz auf Toilette. Ich bin gleich wieder da.